Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Okay. Bring mit. Wir treffen uns in einer Stunde. Danke. Wir sehen uns. Bürger von Haven Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mache ich sowas? Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Im Schiff von mir! Oh, sorry. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, ich habe ja letztes Kapitel habe ich ja so erzählt, dass ich meine OBS-Einstellung gerade geändert habe, weil ich mich an OBS vergehen musste. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass wenn ich so ganz laut bin und all sowas, dass ich dann irgendwie leiser werde, so einen Übersteuerungsschutz habe. Finde ich vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Also wenn es stört, bitte sag es mir. Aber es kann auch sein, dass, dass ich das Spiel schon durch habe, wenn du es mir sagen kannst. Auf jeden Fall, ich lasse es jetzt einfach mal drinne, aber trotzdem mal so als kleines Feedback für spätere Spiele. Soll ich es drin lassen oder nicht? Also, vielleicht ist es ja auch eine Wohltat. Weil es gibt tatsächlich Leute, die mein enges gleiches Stimmchen nicht mögen, so laut. Okay, Ethan hat mir was geschrieben. Wir wollen wirklich den USB-Stick. Wir wollen gleich zu Pike? Geil. Ethan hat mir geschrieben und ich gehe hier auf mein. Okay, geil. Werte Zuhörer in Haven, wir senden jetzt live vom Frühlingsfest. Kommt bei unserem Wagen im Park vorbei, um euch Tombola-Lose zu holen und vielleicht etwas zu gewinnen. Aber das heißt, ich muss jetzt versuchen, nicht die ganze Zeit zu laut zu reden, weil sonst hört sich das voll komisch an. Ach du Scheiße. Klasse, super. Bleibt auf jeden Fall in der Gegend und habt ein Auge auf die Hauptbühne. Wir haben etwas Besonderes geplant. Zwinker. Oh Scheiße. Uns steht ein Konzert bevor. Echt klasse von Steph, wie sie das alles organisiert hat. Riesiges Dankeschön an alle, die beim Lab geholfen haben. Ich denke, dass es Ethan echt geholfen hat und ich hatte auch Spaß. Es war ein irrer Spaß. Genau. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Gute Arbeit, Stephanie. Ist es das, was vor sich ging? Hausverbot gilt immer noch. Okay. Vielen Dank an alle für einen weiteren grandiosen Chili-Koch-Wettbewerb fürs Frühlingsfest. Mein Mund steht immer noch in Flammen. Wahnsinns-Chili-Mike. Bitte gib mir das Rezept für die Lantern. Hättest du wohl gern. Ich bin so voll. Ja, also ich versuche dann trotzdem halt nicht die ganze Zeit so rumzukreischen oder sonstiges, weil sonst hört sich das wirklich komisch an. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie laut ich sein darf, damit es sich abklingt. Ich glaube, ich mache das auch gleich wieder weg, anders. Das Festival gibt es anscheinend schon länger. Haven Springs. Das Frühlingsfest hat begonnen. Als erstes steht unser jährliches Chili-Koch-Wettbewerb an und später gibt es Live-Musik. Ein Ratespiel mit Gelee-Bohnen, eine Tombola sowie Essens, Getränke und ein Lagerfeuer. Läuten wir den Frühling richtig ein. Wuhu! Endlich! Chili-Bier und Gelee-Bohnen. Die Zutaten für ein weiteres großartiges Fest. Bis auf die Bohnen bin ich eigentlich bei. Also, Chili und Bier hätte ich jetzt auch gern irgendwie. Hm. Na klar. So. Ethan. Es tut mir wirklich leid. Das Lab war echt klasse. Das Lab war klasse, echt. Du bist krass. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hatte so viel Spaß mit dir.
Viel Spaß mit deinem Vater und pass auf dich auf. Viel Spaß auf dem Frühlingsfest. Ich wünschte, ich könnte dort sein, aber wenigstens komme ich zum Zeichnen des nächsten Xehanort Comics. Super, was passiert in dieser Ausgabe? Kein Spoiler, aber Xehanort findet ein Tor in die Unterwelt und kämpft gegen den König der Dämonen. Oh. Oh Mann, das wird wie ein recht großer Spoiler. Das wirkt wie ein recht großer Spoiler. Das ist die erste Seite. Lol. Oh, hier steht zwar nicht, dass ich neue Einträge habe, aber wir hatten doch. Ah, also doch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. F Trauer. Okay, es wird erstmal zu einer Lesestunde. Das Blöde ist, es hat mir gar nicht angezeigt, dass es neue Einträge gibt. Ich habe jetzt einfach mal geguckt. das letzte hatten wir. Steph hatten wir. Eleanor Angst. Denk an all die Momente, in denen du vergessen hast, was du gerade sagen wolltest, oder warum du ein Zimmer betreten hast, oder den Namen von jemandem, den du schon tausendmal getroffen hast. Wir nennen es Fahnenriss, ein lustiger Begriff für die plötzliche Fehlfunktion aller Synapsen. Tatsächlich ist es eines der hilflosesten Gefühle überhaupt. Das ist es, was Eleanor im Blumenladen fühlte, nur schlimmer. Es ist ein ruhiger, unbekannter Schrecken. Es braucht eine besondere Person, um damit umzugehen, ohne zusammenzubrechen. Eleanor ist stark und auch stur, aber irre stark. Wenn ich ihre Aura nicht hätte sehen können, hätte ich es vielleicht nie gewusst. Ich fühlte sie aus dem Nebel. Was für eine Erleichterung. Aber dann erinnerte sie sich nicht an Gabes Tod und es drehte mir den Magen um. Es ihr zu sagen, war schmerzhaft. Es erneut zu sehen, als sei es gerade erst passiert. War die Wahrheit das wert? Ich weiß es nicht. Wenn ich es darüber nachdenke, komme ich mir wieder machtlos vor. Der Gedanke an die Zukunft schmerzt, wenn ich diesen Ort nicht länger kenne. Verstummende Trommeln sind alles, was ich höre. Und ich erinnere mich nicht an dein Gesicht. Alles gerät so aus den Fugen, all meine Erinnerungen verblassen. Sie werden mich zwingen, den Laden zu schließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Folge ja schon hochgeladen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich Eleanor das doch gesagt habe. Das hat irgendwie mehrere Sachen, also mehrere Vorteile. Also erstens, ich wollte sie echt nicht anlügen. Und zweitens, ich sehe das so, Eleanor, die ist gerade anscheinend recht am Anfang ihrer Krankheit und dass sie jetzt schon angefangen hat, den Tod eines geliebten Menschen, also jemanden, den sie geschätzt hat, zu vergessen, sollte schon so ein Warnsignal geben, sodass sie sich irgendwo Hilfe suchen muss. Ich weiß nicht, was es da alles gibt, Betreuer oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber dass es richtig ernst um sie steht. Ja, also so sehe ich das. Deswegen war es halt dennoch gut, ihr das zu sagen. Wenn das jetzt so eine Geschichte gewesen wäre, wenn sie jetzt stark fortgeschritten wäre und sie vergisst jedes Mal, dass er tot ist und fragt, ja, wie geht's Gelb oder so weiter, ne? Da weiß ich auch nicht. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht irgendwann mal die Wahrheit sagen und jedes Mal sagen, ja, Gelb ist tot. Aber in diesem Moment war es, finde ich, es richtig, ihr zu sagen. Auch wenn mir dieser Gesichtsausdruck echt das Herz gebrochen hat. Ich wusste nicht, dass ich eins besitze, aber manchmal ist es doch da. Manchmal sagt es so, hey, ich bin hier. Ryan Wood. Ryans Wut hat Zähne. Sie war beißend, grimmig, ein wildes Tier, das seine Beute in die Enge getrieben hat. Und weil er überzeugt war, dass er diese Wut verdient hat, war er bereit, sich zu ergeben. Sie verschlingt ihn. Es war seltsam, Gabes Gestalt in der Lücke zu finden, die er hinterlassen hat. Ich will mehr von Gabe, als ich bekommen habe. Ryan hatte es bekommen. Einen vollständigen Gabe. Einen Gabe, der atmete und Platz einnahm. Und dann das Messer, das Seil, die Schlucht, die einzigen Dinge in der Welt. Er hasste sich. Ich sagte ihm die Wahrheit, dass Gabe ihm vergeben würde, dass er nicht alleine ist. Sicherheit ist mein Job. Kein Held, sondern ein Feigling. Er ist meinetwegen tot.
Ich kann den Gedanken nicht abschütteln, dass du meinetwegen tot bist. Und du bist nicht hier, um mir zu vergeben. Ich weiß nicht, wie ich den Ort erreiche, an dem die Toten gehen. Sag mir, wie kann ich leben? Das ist übrigens jetzt auch ein echt gutes Beispiel mit Charlotte, weil die ja so richtig wütend war. Ryan war auch wütend und hat und das ist halt auch ein Part seiner Trauer gewesen. Ich bin immer noch zufrieden, dass ich Charlotte nicht die Wut genommen habe. Ryan, Freude. Wie fange ich überhaupt an? Das goldene Leuchten. Die Art, wie der Schmerz und die Anspannung langsam aus Ryans Gesicht verschwanden. Und dann das Lachen, die persönliche Freude des Moments, als Ryan beschloss, einen dummen Fehler in einen Witz zu verwandeln. Das Vertrauen, das er in Gabe hatte. Die Liebe. Das sichere Wissen, dass er Gabe verarschen konnte. Und dann mit durchkommt, dass Gabe ihn dafür lieben würde. Ich habe es zusammengesetzt, es in den Wolken gefunden. Wie ganz, das Auto, das Grab. Und nur für einen Moment konnte ich die Art Beziehung zu Gabe haben, die Ryan hatte. Dafür bin ich so verflucht dankbar. Heute Morgen dachte ich, dass ich andere immer nur durch ihren Schmerz kennen würde. Ich dachte, damit könnte ich leben. Dass es bedeutet, Leuten zu helfen und Gabe zu ehren. Doch dann dies. Freude. Wie eine Rettungsinsel, eine Luftblase über einem unterirdischen See. Es fühlt sich alles anders an. Eigentum der Krone. So viel Blut. Die berittene Polizei Kanadas erkennt ein Gänsegrab auf 100 Meter Entfernung. Hätte ich das Grab nur tiefer gemacht. Die Gänse sind zum Leben erwacht. Gänsemord in meinem Verbrechen. Und Kanada kommt sich rächen. Oh Gott. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meine Haare. Denn im Nacken ist es zu warm. Ich muss meine Haare zusammen machen. Das ist halt auch schön. Der Moment, in dem sie die Gedanken an einen Verstorbenen sich dann halt in Freude umwandelt, weil du an etwas richtig, richtig, richtig Schönes gedacht hast. Ja. Man ist nicht nur traurig, wenn man trauert. Die Erinnerungen können auch einen glücklich machen. Diane, Traurigkeit. Schuld bewirkt Merkwürdiges in Menschen. All die Nagendringlichkeit der Wut, all das erdrückende Gewicht der Traurigkeit. Sie heben sich gegenseitig auf, bis man gelähmt ist, wie angewurzelt. Es ist furchtbar, dies mit sich rumtragen. Und ich würde es nie jemandem wünschen. Aber Diane hat es fast verdient. Sie sah Gabe als eine Art Zwilling, ein weiterer Außenseiter, der nach Haven Springs geschleppt wurde und einen Weg fand, es zu seinem Zuhause zu machen. Sie vermisst ihn tatsächlich und spürt die Leere, die er hinterlassen hat. Es zerreißt sie. Aber was tut sie angesichts dieser Qual? Sie rollt sich ein, verstärkt ihre Abwehr. Das ist ihr Fokus, sich selbst zu retten. Sie hätte so viel besser sein können, als sie ist. Aber ich vielleicht auch. Ich habe Diane ausgetrickst, ihre Trauer ausgegraben und sie dazu gebracht, sie zu konfrontieren. Vielleicht war es naiv zu glauben, dass diese Kraft selbstlos ist. Aber zu wissen, dass ich mit ihr andere manipulieren kann, bin ich sicher, dass es mir gefällt. Niemand verdient es, so zu sterben. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Haven getan hat. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Es gab einen Unfall. Ich kann nicht ungetan machen, was der Titan antat. Dem Jungen, in dem du dich selbst sahst, dein Messer, doch die Hand Titans, die Unfall in seiner Haut ritzt. Das ist ein harter Text. Den will ich als Song hören. Even Freude. Ich schätze, ich bin es gewohnt, dass es sich anfühlt, als verändere sich die ganze Welt, wenn ich jemandens Emotionen nehme. Was Ethans Freude mit Haven angestellt hat, wie sie die ganze Stadt mit
in seine Fantasie gezogen hat. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich fühlte, wie Alex sich auflöste, sich häutete, und darunter gab es nur noch Alvin. Es und die Chipmunks. Es fühlte sich gut an, eine andere Geschichte auszuprobieren, sich an ein anderes Leben in einer anderen Welt zu erinnern. Doch als die Sirenen erklangen und Helven wieder zu sich kam, hätte Fantasy Alex nicht das tun können, was ich tat. Diesen brauchte nicht sie, sondern mich. Mich fühlte sich gut an. Monster oder Mensch, das ist dem Wald aufgefallen. Himmelsschwert der Macht, furchtbare Kreaturen wandeln umher. Genau die Helden, die ich brauche. Für dich entreißen wir den Krallen die Juwelen. Oder wir tragen Masken und streifen durch die Straßen. Wir Monster sind wir Sterbliche, was immer wir sein müssen. So. Okay, jetzt bin ich, hier bin ich jetzt gespannt. Oh, Gottes Willen. Charlotte Wut. Manchmal flackert Wut wie ein alter Film, der im Projektoren versteckt. Sie zerfrisst dich von innen, lässt alles andere wegschmelzen. Bist du nur noch eine brüchige Hülle und eine kochende Masse aus Vorwürfen und Schuld bist. Es schaffe etwas Kunst, das soll helfen, richtig? Aber das tut es nicht. Es führt deinen Laden nur mit Andenken daran, was für eine schreckliche Person du bist. Gott. Ich wusste nicht, dass ich es kann. Es war, als bemerkte ich plötzlich einen weiteren Abend, der unsichtbar war. Ich daran dachte, ihn zu benutzen. Ich konnte Charlottes Wut greifen, sie runterstellen, abstellen. Aber ich tat es nicht. Ich habe gerade gedacht, hä? Spielen wir noch dasselbe Spiel? Falscher Spielstand. Aber ich tat es nicht. Ich hätte es gekonnt, aber ich tat es nicht. Ich wusste nicht, was das mit ihr anstellen würde, wie sie sein würde, nachdem sie ihren Schmerz nahm. Es fühlte sich an wie eine Übertretung an. Hatte sie sich nicht das Recht verdient, wütend zu sein? Ich war so sicher, dass ich anderem half, das, was auch immer ich sonst bin. Ich denen, die es brauchten, wenigstens diese eine Sache bieten konnte. Doch Charlottes Wut ist größer als ich, stärker. Ich muss darauf hoffen, dass ich mehr Gutes damit bewirken, wegzugehen, anstatt mich einzumischen. Mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen. Kann dich nicht ansehen. Sollst uns beschützen. Nur ein verfluchtes Monster. Ich meiße dich aus dem Stein. Und lernte jemanden zu brauchen. Öffne deinen Sarg. Sag mir, was du davon hältst. Von dem Monster, das ich wurde. Ich bin immer noch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, Charlotte nicht die Wut zu nehmen. Wut gehört zum Trauerprozess dazu. Und es ist nicht unser Recht, da uns einzumischen. Jeder Mensch trauert auf seine eigene Art und Weise. Manche sind wütend, manche sind traurig, manche zeigen offen überhaupt gar keine Emotionen und versuchen sich einfach das Leben weiterzumachen oder was weiß ich, ne? Ich war nie so wütend. Ne? Ich war nie so wütend, aber ich war schon mal wütend, obwohl ich halt getrauert habe. Aber ich war sogar wegen so belanglosen Dingen mal wütend, weswegen ich einfach nicht verstanden habe, warum andere Leute nicht deswegen wütend sind. Es ist einfach alles irrational. Und klar, sie hat gesagt, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse meinen eigenen Sohn und all sowas. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube kein Wort davon. In diesem Moment fühlt sie das einfach. Ne? Und vor allem, wenn dir jemand von heute auf morgen einfach aus dem Leben gerissen wird, wie jetzt Gabe der Fall war, ne? Du suchst irgendeinen Schuldigen. Weiß nicht, wohin mit deinen Emotionen. Ich kann das vollkommen verstehen. Also, wenn jetzt Gabe krank ist, ne, eine schwere Krankheit hätte, und man kann sich nach und nach darauf vorbereiten, ne, es ist nicht einfacher, ne, aber man wird nicht aus dem Leben gerissen. Verstehst du, was ich meine? Und ja, in dem Moment ist es leider naheliegend, weil in diesem Abend, es waren Alex da, es war Ryan da, es war Ethan da, es war naheliegend, also vor allem
halt gelb, ne? Also ist einfach in diesem Zusammenhang naheliegend, dass sie auf die Leute die Wut lenkt, weil sie an dem Abend da waren. Was jetzt nicht heißt, dass sie safe nicht wütend auf Typhon ist. Ja. Auch wenn ich das Ding die habe unterschreiben lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte das Richtige gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Auch wenn es widerlich ist. Es war ein widerliches Angebot. Ah. Oh mein Gott, was? Wir haben was übersehen bei Jet. Wir haben hier was übersehen bei Gabe. Wir haben hier Riley. Och nö. Och nö. Die hier. Och nö. Och, das ist doof. Och Mann. Och Mann. Och, das ärgert mich jetzt. Es ist echt verlockend, mich damit die ganze Nacht einzuigeln, anstatt die Wohnung zu verlassen. This world of dust and daylight. Sag mal, Alex, dein Outfit, du siehst voll gut aus. Sieht aus, als wenn das Fest schon in vollem Gange ist. Ich bin echt aufgeregt. Der Tradition zufolge schenkt man seinem Schwarm auf dem Frühlingsfest Rosen, also... Ich habe noch nie von einem Mädchen Blumen bekommen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie viel dir an traditionellen Geschlechterrollen liegt. Ich gehe dann wieder zu meinem Butterfass und dem Zierdeckchen. Klappe. Du zuerst. Oh, ich muss gerade ein Getränk einschütten. Oh, das ist ja... Oh. Es ist auch mal schön, solche Erinnerungen zu haben und nicht nur die traurigen, schmerzhaften, oder? Verzierung. Ja, diese eine Verzierung macht voll den Unterschied. Ah, Lichterketten. Der Schlüssel zum Cozy Places Subreddit. Wie stehen die Chancen, dass deine Anleitung hier drin ist? Dieses Bier macht mich fertig irgendwie. Das ist... Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Ja, ich möchte hier aber erstmal... Ich habe unendliche Haaren gelesen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ich wollte Jet von der Spüle erzählen, aber ich habe Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Hey, doch cool. Rose. Sei unbesorgt. Ich komme zu dir zurück. Was? Ich denke, ich bleibe ab jetzt bei Minesweeper. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Oh ja, chinesisches Essen. Mann, die letzte Ausgabe ist düster. Aber ich bin mir sicher, Ethan wird's gut gehen. Oh, Demon's Kid entfesselt und noch. Das ist gerade voll schön, dass hier jetzt Musik läuft. Hm. Ich wünschte, ich hätte Charlotte helfen können. Doch ihren Schmerz zu nehmen fühlte sich nicht richtig an. Ey, sie fühlt, was ich fühle. Danke. Gib's ein Notizbuch. Ich bin kurz davor, meine eigene Liste zu führen. Oh. Was? Sie ist nach Melly. Ach so, ich dachte, sie hat das geschrieben, aber ich glaube. Ah. Ich fände es schön, wenn sie es irgendwie weitermacht. Ich weiß nicht. Willst du mein Date für das Fest sein, Shushu? Mal gucken, was sie sonst noch für Outfits hat. Das sieht eigentlich voll cool aus. Nee. Oh. Nee. Nehme ich das? Dann nehme ich das. Ich würde gerne das da nehmen. Ja. Also, schade, dass hier diese Hose dabei ist. Sieht unhaft aus. Komm, ich nehme das. Ich finde es schöner so. Hm. Da
hast ein bisschen Farbe Brief. Feanor ist zu gut für diese Welt. Liebe Alex, mach dir um mich keine Sorgen. Nach der Fahrt in den Süden mit meinem Papa fühle ich mich immer besser und wir haben viele Pläne für den Sommer. Er hat gesagt, wir können zelten gehen und Ultrasmores machen. Ein Smores mit Eiscreme obendrauf. Was ist Smores? Geheimes Familienrezept. Das Lab war super. Du bist eine echte gute Badin und ich hoffe, dass wir das bald nochmal machen können. Ich habe schon viele Ideen, um deine Geschichte auszuarbeiten. Todesfee. Danke, Alex. Oh. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte auch Spaß. Ich persönlich würde sowas aber nie machen können. Ich kann mich dann nicht so in eine Rolle reinfinden. Ich habe in den letzten Wochen mehr gespielt als in den letzten Jahren. Fühlt sich gut an. Ja, ist doch schön. Können wir auf die Deko-Treppe drauf? Der USB-Stick ist auf meinem Schreibtisch. Oh. Ah, ist ja gut. Ich will die Deko-Treppe drauf. Auf. Okay. Zeit nach unten zu gehen. 128 Gigabyte. Setzt du dich heute Abend zu uns, meine Liebe? Ja, dieser einen Party kann ich nicht die Stirn bieten. Ah, wir machen es schmerzlos wie möglich. Ah, oh, ich mag sie. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Trust me. Aber irgendwie passen die Schuhe nicht dazu, oder? Ich dachte jetzt. Janine, dann nehme ich das andere wieder. Ich sollte wirklich runter in den Park. Oh Mann, Badenmütze. Komm. Alwyn, die Badin, wird erneut losziehen. Alwyn. Okay.